Wir sind im Breakout Basel. Wir spielen heute ein Spiel, das man ausbrechen muss. Ja, es sind halt so verschiedene Räume, wo man muss halt Sachen herausfinden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir rauskommen, aber ich habe schon provisorisch Postleitzahl angegeben, dass sie uns finden. Also wir sind drei Personen, die ganz verschieden sind und jeder kann seinen Beitrag bringen. Ich bin auf jeden Fall die, die auf der Seite steht und lacht, wenn etwas passiert. Und die Erste, die weg ist, wenn etwas komisch ist, ohne sich umzudrehen. Ich bin jetzt nicht gerade eine, die grosse Initiativen ergreift. Von dem her bin ich eher eine, die hinter dir rennt. Ich bin eher eine, die, wenn ich etwas finde, dann will ich das connecten mit dem anderen, den ich finde. Ich bin der Blitz. Der Sherlock Holmes. Die, die als erstes stirbt. Also, ihr werdet einen Raum spielen, ihr werdet in einen Raum reingehen. Ihr habt 60 Minuten Zeit, um die Ausgangstüre zu finden. Probiere die Rätsel zu lösen, indem ihr die Hinweise sucht. Das Ziel ist, dass ihr alle Schlösser knackt und dann eben rauskommt. Irgendwelche Fragen? Nein. Okay, wuhu! Okay, cool. Gehen wir spielen! Also, das ist eure Getaway-Van und ihr dürft gerade mal Platz nehmen. Genau, geht mal da rein. Macht es euch gemütlich, setzt an. Ihr könnt noch nicht mehr, eine Stunde. So, dann seht ihr, es hat noch so coole Maske, die dürft ihr auch gerne anziehen. Oh, warte, Halleluja. Okay, dann sehen wir auch richtig aus wie eine richtige Verbrecher. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wenn alles gut klappt, dann sehen wir uns hoffentlich in weniger als 60 Minuten wieder. Ich bin Melissa und ich bin Spielleiterin bei Breakout Basel. Das heisst, ich bin verantwortlich, dass die Leute in diesem Raum wieder rauskommen. Also, ihr Spiel ist das Casino, das ist unser neuester Raum, das heisst Ball Royale. Sie müssen das Casino ausrauben, also sie sind Casino-Räuber. Das fängt an, indem sie reinkommen. Sie haben so eine Getaway-Van, wo sie reingehen. Und der Fahrer erzählt dann, hey, wir fahren jetzt zum Casino an und ich habe alles vorbereitet, ich habe die Sicherheitskameras geknackt und wir werden das schaffen, wir sind eine Gruppe und wir werden jetzt das Casino ausrauben und ihr werdet mega reich und das wird mega cool. Ihr dürft euch einfach nicht verwirrt schauen, wir haben nur eine Stunde Zeit. Let's go! In unseren Spielen ist es wichtig, dass die Leute miteinander zusammenarbeiten. Dass die unterschiedlichen Stärken und Schwächen von einzelnen Spielern auch führen können. Dass die Leute miteinander reden und gemeinsam die Rätsel finden, die Rätsel suchen und auch die Lösungen zusammen erarbeiten. Es hilft diesen Gruppen, wenn sie merken, dass sie unterschiedlich sind, aber mit dem Unterschied auch weiterkommen können. In allen unseren Spielen ist es extrem wichtig, dass man gut miteinander zusammen schafft, dass man gut miteinander redet, dass man gemeinsam die Rätsel sucht und auch löst. Wir haben so einen Zeitablauf, der wie so ein grober Überblick ist. Nach 10 Minuten müssen Sie an diesem Rätsel sein, nach 10 Minuten müssen Sie das Rätsel gelöst haben, nach 20 Minuten dort, nach 50 Minuten dort. Und das ist wie so ein Anhaltspunkt, der uns gut hilft, dass wir wissen, wie weit die Gruppe das ist und wie viel Hilfe das sie braucht. Das heisst, wenn ich jetzt merke, Sie haben es jetzt gerade ins Casino geschafft, das ist gut, nach 5 Minuten ist das eine super Zeit, da hätte ich jetzt nicht einen Hinweis geben müssen. Aber wenn Sie nach 7 Minuten immer noch dran sind, dann muss ich langsam einen Hinweis geben, weil es einfach knapp wird für die anderen Rätsel. Ich habe etwas suchen, um den Code zu lösen. Aber wie lösen wir den Code? Warte, Spielen ist bei uns allen drin, von klein auf und auch im hohen Erwachsenenalter. Wenn wir wieder dürfen spielen, freuen wir uns. Es ist etwas ganz, ganz lässiges zu sehen, wie die Leute hier kommen, wie sie Sachen anlangen und führen nehmen, die sie zum Teil seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Und durch das eigentlich auch ein ganz, ganz ein lässiges Erlebnis können kriegen. Du darfst nicht einfach ziehen. Yeah. Du musst jetzt genau so ziehen, wenn ich das sage, okay? So rote. Also jetzt zieh mal mit der Link, also mit dem Hahn hier hin. Von der aus links, ganz langsam rauf. Okay, stopp. Und jetzt mit beiden ziehen. Mit beiden, stopp. Jetzt nach links, stopp. Rechts und jetzt links, runter. Links, stopp. Und jetzt nach rechts. Im besten Fall lernen Sie durch das auch etwas. In jedem Bereich, den wir in unserem tagtäglichen Leben haben, arbeiten wir zusammen, arbeiten wir mit anderen zusammen. Und das ist hier Ihnen auch wichtig. Ganz gut miteinander reden, gemeinsam Probleme zu finden, das ist etwas, was in der heutigen Zeit immer wichtiger wird. Und wir können das auf eine spielende, spannende Art und Weise vermitteln.
Gut, also in der Zeit. Okay, ja, sie müssen jetzt vorwärts machen. Aber. Ah, jetzt meinen sie, sie müssen das Schloss öffnen und das müssen sie gar nicht. Okay, jetzt gebe ich ihnen den Tipp. Das ist auch eine von meinen mega tollen Kreationen. Manchmal erscheint alles in einem neuen Licht, wenn man in die Fußstapfen eines anderen tritt. Okay. Okay, und jetzt seid ihr der Kronleuchter. Jetzt eine andere Farbe anzeigen. Ja, vielleicht mit ihr. Schau mal rein. Sie müssen nur gut drauf stumm. Ah. Wir. Das ist immer lustig. Und das finde ich auch ein mega tolles Rätsel, weil es ist eigentlich relativ einfach. Also der Ton ist für uns eigentlich mega wichtig, weil dann checken wir immer, was passiert im Spiel. Zum Beispiel hören wir sie reden, wir wissen, was sie am Diskutieren sind, ob sie auf der richtigen Spur sind. Oder zum Beispiel jetzt, wenn sie das Rätsel richtig lösen, dann fällt der eine Schlüssel aus dem Rohr raus. Und normalerweise sind da Kessel, aber den haben sie jetzt rausgenommen. Also muss ich schauen, ob sie das checken mit dem Schlüssel. Am meisten Spass ist es immer die Person, die eigentlich die besten Freunde und Kollegen eigentlich mit sich im Raum drin hat und wo es gut abläuft. Ich will es aber nicht verheimlichen. Zwischendurch ist es der Spielleiter, der das Spiel beobachtet, der sich köstlich amüsiert und eigentlich fast am meisten Spass hat. Oh nein! Ich glaube, man braucht wirklich so eine Fähigkeit, anders zu denken. Ein Problem von einer anderen Seite zu lösen. Nicht einfach nur denken, okay, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen kann, wegen dem mache ich es nicht. Sondern dass man denkt, okay, was könnte ich helfen? Vielleicht das, vielleicht eher das. Dass man probiert, mehrere Möglichkeiten zu haben. Es braucht wirklich eine Kreativität. Und das muss nicht Kunstkreativität sein. Das muss nicht etwas sein, das irgendwie Mole ist. Sondern das muss einfach so eine gedankliche Einstellung sein, dass man ein Problem lösen kann. Ohne, dass es jemand einem sagt, wie man es muss machen. 5, 4, Kalten. Yeah. Jetzt. Let's go, renn! Die Zeit wird mega knapp und wegen dem haben wir immer so ein kleines Trick, das immer noch lustig ist für sie und für uns. Was sie müssen ein Lied singen, damit sie 5 Minuten mehr bekommen. Und sie haben jetzt noch 13 Minuten und es wird mega, mega knapp, dass sie rauskommen. Wegen dem schreibe ich das ihnen jetzt rein und dann hoffen wir, dass sie ein Lied singen, damit sie 5 Minuten mehr Zeit haben. Alle zusammen ein Lied singt, gebe ich euch 5 Minuten mehr. Alle meine Händchen, schwimmen auf den See, schwimmen auf den See, können wir an die Wasser, können wir an die See. Okay, jetzt habe ich Ihnen 5 Minuten mehr. Okay. Also viele gehen eigentlich auch einmal mit der Erwartung rein, dass sie es nicht schaffen. Und wenn sie es dann schaffen, ist es dafür so umso toller. Und ich sage, mega toll. Wegen dem ist es jetzt nicht mega schlimm, wenn sie nicht rauskommen, aber es ist natürlich viel cooler, wenn sie es schaffen. Okay, okay, gut. Ja, und jetzt? Nein, das stresst doch so. Okay, es sind 20 Sekunden. Schnell. Oh, fuck. Sie schaffen es nicht. Ja! Sie haben es geschafft. Cool! Also gehen Sie holen. Bitches! Sie werden sie wollen und sie kommen noch über! 20 Sekunden hat es noch.